Also Freunde, nach Kakashi-Minuten sind wir nun endlich bei Itachi-Minuten angelangt. Und für diese Story müssen wir die ganze Geschichte etwas zurückspulen. Wir fangen hier nämlich beim dritten Shinobi-Weltkrieg an, wo der kleine Itachi leider sein Leben lassen musste. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, denn die Anime-Götter gönnen diesen kleinen Jungen nach seinem Leben ein neues Leben in einem anderen Anime. Wobei nein, das ist eigentlich völliger Schwachsinn, denn Itachi hat überhaupt keinen Bock, Geisekai zu werden. Der Boss weiß sich nämlich hier selbst zu helfen. Ja, Itachi carried hier seine ganzen Bronze-Teammates mitten im Krieg, während die Brass in Boruto rumheulen, wenn sie Freitag Hausaufgaben bekommen. Naja, wie dem auch sei. Wegen diesem grausamen Krieg hat sein Vater natürlich versucht, ihn aufzumuntern. Indem er seinen 6-jährigen Sohn gesagt hat, dass er diesen Tag hier nie vergessen soll. Ja, das ist noch nicht mal gute Erziehung. Auf jeden Fall wurde das ganze Itachi hier einfach zu viel, weswegen er sich von einer Klippe gestürzt hat. Gut, auch das ist nicht ganz wahr, denn von der Klippe springen ist sowas wie sein Hobby. Dennoch, sehr kleine Itachi hat sich aber hier schon die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist. Und ja, ich sag's mal so, Itachi hat also hier als Kind seinen Frieden gefunden und ja, Konohamaru tut das gleiche später auch, nur in etwas anderer Form. Was für ein wunderbarer Duft. Gut, kommen wir wieder zurück zur eigentlichen Geschichte. Für Itachi änderte sich nämlich alles, als Sasuke auf die Welt kam. So hat er nämlich den Wert eines Lebens richtig verstehen können, auch wenn Sasukes Babyfriese hart fragwürdig war. Mit den Kiddos in seiner Hut kam Itachi dann aber nicht wirklich klar, was wohl daran lag, dass sie absolut dumm waren. Demnach hat Itachi sie natürlich mit ihren Steinen anders aus dem Leben gedribbelt. Okay gut, Itachi war nicht so brutal, ein Kind mit einem Stein umzubringen. Und überhaupt, wer ist schon so dumm in einem Universum wie Naruto, wo gefühlt jeder Superkräfte hat, durch einen Stein zu sterben? Ach ja, da war ja was. Ups, sorry, tut mir leid, Obito. Bevor es hier mal weitergeht, kommen wir nochmal ganz kurz zum Sponsor von dem Video hier. Denn die Ehrenmänner von Displayed sind mal wieder am Start, um mich zu unterstützen. Okay, ich glaube mittlerweile weiß jeder Bescheid. Displays sind genauso wie die Poster, die ihr euch damals in euer Zimmer gehängt habt, nur sind sie aus Metall und Freunde, lasst mich sagen, die Auswahl ist wirklich stark. Auf der Webseite von Displayed sind wirklich unzählige Designs am Start. Ich glaube, da kann jeder sein Zimmer so ein wenig aufpimpen. Die Montur ist dabei auch super easy. Einfach Papier an die Wand hauen, darauf den Magneten und so könnt ihr euer Display dran machen und sogar nach Lust und Laune wechseln. Und natürlich, Freunde, wie beim letzten Mal habe ich für euch eine kleine Kollektion zusammengestellt mit, ja, Motiven, die gut zu diesem Video hier passen. Deswegen geht auf jeden Fall auf meine Page auf der Seite von Displayed. Und hey, vielleicht gefällt euch ja ein Design, was ich ausgesucht habe und wir sind mal wieder, so, ihr wisst Bescheid. Also Leute, falls das Ganze für euch interessant aussieht, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr euch ein paar Displays über meinen Link, der natürlich in der Videobeschreibung verlinkt ist, bestellen würdet. Und dabei gibt es auch einen kleinen Rabatt, denn bei einer Bestellung von 1 bis 2 Displays bekommt ihr 26% Rabatt und bei einer Bestellung von 3 oder mehr Displays bekommt ihr sogar 36% Rabatt. Also, ich bedanke mich hier mal wieder für das Sponsoren von diesem Video hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und wir machen weiter mit dem Video. Wir kommen damit wohl lieber zum Tag, an dem Kurama seine Snickers nicht gegessen hat und das Dorf geraidet hat. Und Leute, kommt schon, ihr kennt die Story. Obito hat Stress geschoben, weil er dann gestorben ist. Ich meine, ihm ging es ums Prinzip. Minato hat sein neues Album dann auf ihn gedroppt und zusammen mit seiner Waifu den Kyuubi aufgehalten. Woraufhin Hiruzen natürlich geschworen hat, sich um den Sohn von Minato zu kümmern. Koste es, was es wolle. Was wir auch einen Tag nach dieser ganzen Tragödie sehen, indem er Naruto einfach irgendwo rumliegen lässt. Junge, Hiruzen, das ist ein Baby, dem ist bestimmt kalt oder so. Naja, wenigstens bekommt Naruto dann später zu jedem seiner Geburtstage eine Packung abgelaufene Milch. Weil dann so dann auch ein Sohn verdammter Geburt ist. Verfrachtet er beim Neuaufbau des Dorfes die Uchiha an die letzte Ecke des Dorfes. Gleich neben der Statue von Tobirama. Das fuckt die Uchiha dann aber auch ganz schön ab. Ich meine, schaut euch mal diese ganzen bösen, irrelevanten Gesichter an. Trotz dieser Krise konnte Fugaku sich aber hier und da mal freinehmen, um seinen Sohn zu trainieren. Gut, das ist auch eigentlich ziemlich einfach, wenn dein Sohn jedes Jutsu in 5 Sekunden lernt. Auf der Ninja-Akademie wurde es dann für Itachi aber wirklich herausfordernd. Dort hatte Itachi wirklich harte Konkurrenz, wie zum Beispiel Ash Ketchum für Arme oder den legendären Bootleg Madara. Weil Itachi auch, naja, so ein krasser Dude ist, war Bootleg Madara hart getriggert. Aber gut, Itachi hatte nicht wirklich Probleme mit dem Typen gehabt. Er dachte zwar, er wäre der Naruto zu dem Sasuke von Itachi, aber unser Junge hat keine Zeit für so eine Storyline. Er war nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, stärker zu werden. Obwohl er hier noch ziemlich jung war, kam in ihm der Gedanke auf, dass wenn er stark genug werden würde, könnte er einen weiteren Shinobi-Weltkrieg verhindern. Auf seinen Weg, immer stärker zu werden, lernt er dann auch irgendwann Shisui kennen, der ihn so richtig beigebracht hat, wie man mit Kudai flext. Gut, das bringt zwar eigentlich nichts, aber kommt gut bei den Ladies. Irgendwann kam es dann aber wirklich mal zu dem Tag, wo Itachi auch mal aufs Maul bekommen hat.
Ja gut, nein, auch dieser Tag ist nie gekommen, denn das, was ihr hier gesehen habt, war nur ein Schattendoppelgänger Jutsu. Nur so ein Idiot wie Ichiki würde nämlich so krass aufs Maul bekommen. Weil die Lehrer auch gesehen haben, dass er das Schattendoppelgänger Jutsu drauf hat, wurde er direkt zum Genin befördert. Ja, Itachi hat so ziemlich die Schule gespeedrunnt. Ja, My Hero Academia ist der einzige Anime, der 5 Staffeln braucht, um das erste Jahr der Schule zu Ende zu bringen. Damit vergehen auch 3 Jahre, in denen Itachi mit seinem Genin-Team rumgeeiert ist. Er hatte auch noch so eine Perle aus der Sandkastenzeit am Start, weil Itachi aber diese ganze Romance-Anime-Nummer nicht versteht, hat er sie nicht nach einem Date gefragt, sondern legit nach ihren Augen. In diesen stürmischen Zeiten hat Itachi auch eine wirklich sehr schwere Mission aufgetragen bekommen. Mit Katzenohren sollte er nämlich eine Katze einfangen, die depressiver aussieht als ich, nach einem Cut von Anime-Minuten. Die Katze ist halt wirklich depri geworden und hat sich irgendwo besoffen. Sein Sensei macht dabei Konohamaru alle Ehre und kackt sofort rein. Sein Teammate sieht dabei aber nicht wirklich viel besser aus. Gut, ich muss hier aber zugeben, die Katze ist wirklich krass. Den Ultra-Instinkt von der zu besiegen ist wirklich nicht leicht. Itachi konnte es gerade so mit seinen Kunai-Flex hinbekommen. Und durch diese Mission konnte er sich mit seinen Teammates nun gut verstehen. Zusammen mit ihnen kann er nun wieder nach vorne blicken. Naja, jedenfalls bis zur nächsten Mission, denn dort hat Obito sie ganz fix geobitotet. Ja, geschmackloser und schlechter Wortwitz ist mir selbst klar. Aber hey, so konnte Itachi wenigstens endlich seinen Sharingan erwecken. Und mal wieder hat sein Vater dann nicht die richtigen Worte gefunden, da er zu den Toten seiner Kameraden nichts gesagt hat. Das Ganze macht Itachi zwar extrem wütend, aber das hat er sich nicht anmerken lassen. Auf seinen weiteren Weg stärker zu werden, hat er auch angefangen, Sasuke immer wieder zu versetzen. Da er aber so nun mehr mit Shisui trainieren konnte, hat er einen richtigen Freund gewinnen können, dem er auch anvertrauen konnte, dass er sich verantwortlich für den Tod seiner Freunde fühlt, weil er eben nicht stark genug war. Bei ihrem Training werden sie dann aber in einen internen Kampf der Anbu verwickelt. Der eine Dude hat nämlich Infos über einen Verrat innerhalb der Anbu herausgefunden und möchte diese Information dem Hokage geben, damit dieser ein gerechtes Urteil fällen kann. Die anderen jedoch wollen ihn deshalb töten und ja, natürlich gehören sie zu Danzos Einheit. Shisui verpasst ihnen deshalb auch ein paar Schellen und auch Itachi ist nur mit seinem Sharingan richtig mies unterwegs. Ihr Kampf geht aber hier ohne einen Mord zu Ende, da er von den popligen Wachen von Konoha unterbrochen wird. Shisui wird also hier zu Itachis großem Bruder, zu seinem letzten Anker, dem er alles anvertrauen kann. Und Itachi hat wohl Gefallen an der Anbu-Einheit gefunden. Nun möchte er nämlich aus den Schatten heraus das Dorf beschützen und tritt ihnen bei. Weil er aber erst 11 Jahre alt ist, wird er von seinen Kollegen mies disrespected. Aber Kakashi gibt ihn hier auf Ehrenrücken und mit seinem Kunai-Flex beweist er auch, wie krass er eigentlich ist. Von da an wurde Itachi also von den Uchiha als auch Konoha als Spion ausgenutzt. Dabei hat er eine Mission nach der nächsten gekickt. Und sagen wir es mal so, er und Kakashi waren zusammen ziemlich gut im Entführen. Aber hey, Kakashi hat ihm wenigstens geholfen, seinen Weg zu finden. Denn obwohl dieser ein Sharingan hat, hat er nie hinterfragt, ob er nur ein Teil von Konoha oder von den Uchiha ist. Kakashi möchte nämlich nur seine Kameraden beschützen. Das ist alles, was ihm wichtig ist. Gut, in seinem Video haben wir auch bereits gesehen, wie sadless und sorrowmäßig sein Leben eigentlich war. Itachi, der immer noch vom Krieg gezeichnet ist, versucht also nun, alle zu beschützen. Doch leider ist der Kessel im Hause Uchiha schon ordentlich am Brodeln. Durch die andauernde schlechte Behandlung und Beobachtung seitens Konoha haben sie nämlich genug. Ihre Geduld ist ausgeschöpft und sie planen nun einen Umsturz des Dorfes. Shisui und Itachi wollen es jedoch nicht so weit kommen lassen. Deshalb verrät Shisui seinem Bro auch hier, dass er ihn ausspionieren sollte. Alle hetzen sich hier gegeneinander auf. Nur die beiden können hier noch zusammenhalten. Falls Fugaku aber wirklich so weit geht und Konoha angreifen möchte, hat Hiruzen sich schon einen Plan bereitgelegt. Mit der Mangekyo-Sharingan-Fähigkeit von Shisui, nämlich dem Koto Amutsukami, auch bekannt als Zungenbrecher, wollen sie ihn stoppen. Mit diesem Genjutsu kann man nämlich einen Menschen kontrollieren, ohne dass dieser bemerkt, dass er kontrolliert wird. Fugaku würde also gar nicht merken, dass Shisui ihm den Wunsch eingepflanzt hat, Konoha nicht anzugreifen. Also gut, ich nehme mal an, dass Shisui das Ganze getan hat und die Uchihas dann ihren Frieden mit Konoha gefunden haben, oder? Ja, nicht so ganz. Da Danzo nämlich heftiges Eierflattern davor hatte, dass Shisui diese Fähigkeit bei ihm anwenden würde, obwohl es mir jetzt klar ist, dass Shisui das niemals tun würde, weil er ziemlich die korrekteste Person im gesamten Dorf ist, hat er hier einen Danzo rausgehauen. Er greift ihn also an. Natürlich hat Shisui ihn absolut aus dem Leben gedribbelt. Aber durch den Izanagi-Glitch konnte Danzo seinem Tod entkommen und so richtig heftig Auge bei Shisui schieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Shisui konnte dann aber nochmal entkommen und weil er ganz genau wusste, dass Danzos Anbu-Einheit ihn sowieso umbringen würde, hat er sein letztes Auge Itachi gegeben und ihn auch den Wunsch anvertraut, Konoha zu retten. Shisui, Mann, du solltest echt nicht so nah an die Klippe gehen. Itachi, mein Bruder, den Rest überlasse ich dir. Nein, warte, Shisui. Also dann, hau rein, Bro. Shisui!
Bro, als ob du stirbst, weil du eine Klippe runtergesprungen bist. Ich meine, selbst der Typ aus Squid Game wird bestimmt in der nächsten Staffel wieder auftauchen. Wir sehen uns dann später im Boruto-Anime wieder, oder? Ja, ich warte 2021 immer noch auf eine Shisui-Rückkehr. Wie dem auch sei, durch Shisuis Opfer konnte Itachi hier sein Mangekyo Sharingan erwecken. Und trotz allem, was passiert ist, spielt Itachi weiterhin seine Rolle und blieb bei den Konoha-Heinis. Selbst als sogar er für den Tod von Shisui von den Uchiha verdächtigt wurde. Wenn er nämlich seinen besten Homie umbringen würde, würde er das Mangekyou Sharingan freischalten. Und das ist bei den Uchiha schon Grund genug, um als Mörder verurteilt zu werden. Doch die Polizisten, die ihn stellen sollen, sind ganz schöne Noobs. Ich meine, schaut euch mal den einen hier an. Selbst wenn der Boy das ewige Mangekyou Sharingan hätte, könnte er es nicht mal benutzen. Also prügelt Itachi sie hier windelweich. Sasuke dachte zwar damals hier, dass Itachi irgendwie böse geworden zu sein scheint, doch in Wahrheit war Itachi extrem sauer darüber, dass sein bester Freund wegen dem unnötigen Konflikt des Dorfes sterben musste. Trotz allem wollte er weiterhin den Frieden bewahren, doch dafür wurde die Kluft zwischen ihm und seinem Bruder immer größer. Auch mit seinem Vater hat er dann nur noch Streit gehabt, denn selbst so ein guter Mann wie Fugaku, der eigentlich nur Frieden wollte, brach irgendwann ein. Die Ungerechtigkeit und der Hass der Uchiha wurde nämlich irgendwann zu groß, bis es schlussendlich so weit war, dass er wirklich gegen Konoha kämpfen wollte. Er wollte seinen Sohn auch eigentlich auf ihrer Seite haben, doch Itachi hat sich dagegen entschieden und dafür die Informationen über den Angriff von den Uchiha mit Konoha zu teilen. Weswegen Danzo ihm die Mission gab, den gesamten Uchiha-Clan, abgesehen von seinem Bruder, auszulöschen. Diese Entscheidung war für Itachi alleine unmöglich zu treffen, denn denken wir diesen ganzen Gedanken mal zu Ende. Der dritte Shinobi-Weltkrieg ist nicht lange her und Konoha war wie in jedem Krieg zuvor einer der wichtigsten Figuren. Gut, das ist auch nicht wirklich schwer, wenn die anderen Kage aussehen wie verdammte Filler-Charaktere. Also, durch einen Umsturz von Konoha durch die Uchiha würden die Uchiha als auch Top-Konoha-Shinobi sterben. Das würden andere Nationen sicherlich ausnutzen, weswegen es hier zum vierten Shinobi-Weltkrieg kommen würde. Und dieser Krieg würde die gesamte Welt vermutlich komplett ins Chaos stürzen. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Schicksal der gesamten Welt von einem Teenager abhängt. Itachi entschied sich also hier zusammen mit Tobi den gesamten Uchiha-Clan umzubringen, um so das geringere Übel auf die Welt loszulassen. Um das Licht der Welt zu erhalten, wurde Itachi also zur kompletten Dunkelheit. Im Anime kam es dann dazu, dass Obito einfach mal so die alte Flamme von Itachi umgebracht hat. Doch durch die Light Novel wissen wir, dass Itachi ihr ein Genjutsu gedroppt hat, wo sie vor ihrem Tod nochmal ihr gesamtes Leben leben konnte. Und Mann, das Folgende ist wirklich nichts für schwache Nerven, denn Itachis Eltern haben sich nicht mal gewährt. Sie haben hier einfach akzeptiert, dass ihr Sohn sich für einen anderen Weg entschieden hat. Ihr Schmerz wird nur von kurzer Dauer sein, doch der von Itachi wird viel härter, schmerzvoller und länger anhalten. Unter absolut männlichen Tränen zieht Itachi aber hier seine Mission bis zum Ende durch. Der damals noch junge Sasuke hat nicht verstehen können, was hier eigentlich passiert ist, doch seine Wut und Zorn über die Taten von Itachi ließen ihn all das vergessen. Von diesem Tag an lebte er nur noch für die Rache. Itachi machte Hiruzen aber auch hier klar, dass wenn sie Sasuke auch nur ein Haar krümmen sollten, würde er sie alle auseinandernehmen. Und obwohl die Führung von Konoha auf voller Linie versagt hat, was auch daran liegt, dass Hiruzen nach dem 50. Verrat von Danzo nicht gecheckt hat, dass er, ich weiß auch nicht, eventuell nicht der Beste wäre für eine Führungsposition, ist Itachi hier Akatsuki beigetreten und hat Konoha weiter mit Informationen versorgt. Da er auch nun Teil von dieser Gang ist, ist er natürlich mit absolut krassen Shinobis am Chillen. Akatsuki wa tsudotta. Konan. Itachi. Hisame. Sasori. Deidara. Kakuzu. Hidan. Orochima. Soshite Zetsu. Wobei gut, Kisame war damals noch nicht am Start. Erst musste Itachi sich seine Zeit mit dem filtrigen Homie Juzo vertreiben. Aber der Boy hat nicht lange durchgehalten. Als sie nämlich bei einer Mission gegen den Mizukagen ran mussten, wurde dieser ganz schnell auseinandergenommen. Er dachte nämlich, er könnte den Mizukagen mit einem Homerun besiegen. Ja, da hat er sich wohl geschnitten. Itachi konnte Yagura aber nochmal erledigen, da in diesem Kampf sein Amaterasu erwacht ist. Da Itachi aber nun keinen Partner mehr hat, hat Orochimaru ganz schön rumgenervt. Doch Itachi hat ihm mal gezeigt, wer der Boss ist und Orochimarus Genjutsu einfach mal gegenjutsut. Weil Orochimaru auch so seine Ehre verloren hat, ist er aus Akatsuki ausgetreten. Naja, so oder so, Itachi braucht auf jeden Fall einen neuen Partner. Damit kommt doch endlich Kisame ins Spiel und die beiden scheinen sich von Tag 1 an blendend zu verstehen. Zusammen sollen sie auch Inos Cousin Deidara abwerben. Dieser hat zwar erst keinen Bock, aber nachdem Itachi den Boden mit ihm gewischt hat, indem er ihn gegenjutsut hat, ist er beigetreten. Gut, man kann ihm das Ganze auch nicht verübeln, denn der Anime hat Itachi in diesem Kampf so dargestellt, als wäre er Gott himself. Und eigentlich war Hidan auch kein geplantes Mitglied, aber weil Itachi
Itachi ihn krass fand, hat er ihn beitreten lassen. Okay, zugegeben, das Ganze ist zwar so nur im Anime passiert, aber merkt euch das, denn das wird für gleich nochmal wichtig. Da Itachi nämlich nach Konohagakure zurückgekehrt ist, um den Obrigkeiten von Konoha klarzumachen, wer die Hosen in dieser City anhat. Das und naja, Itachi hatte mies Bock darauf, Dangos zu mampfen. Und was jetzt kommt, hat Itachi mehr geschockt als der dritte Shinobi-Weltkrieg, der Tod von Shisui oder der Plan der Uchiha, Konoha zu stürzen. Kurenai hat nämlich versucht, Mr. Itachi, ich habe meinen ganzen Plan geraidet, Uchiha mit einem Genjutsu zu besiegen. Ja, er hat den Spiel also ganz schön umgedreht und sie für immer verflucht. Ich meine, schauen wir uns mal ihr Leben an. Itachi war derjenige, der Hidan rekrutiert hat, der später Asuma, ihren Mann, umgebracht hat. Aber gut, man muss dazu sagen, Asuma hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf seine Ehe. Shikamaru, mein Junge, sag Kurenai bitte, dass ihr Move, Itachi mit einem Genjutsu zu besiegen, mir mehr Krebs verursacht hat als meine Zigaretten. Mann, der Charakter Kurenai war wirklich eine größere Enttäuschung als für manche der Reveal, dass Haku eigentlich ein Typ ist. Im Anschluss hat Itachi dann Kakashi eine Runde zu Kiyomi gedroppt, indem er 72 Stunden lang Boruto schauen musste. Das sind 180 Folgen am Stück. Es bleiben noch 71 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Was? So viel noch? Ja, deswegen musste Kakashi auch danach ins Krankenhaus. Aber hey, überlegt mal, hätte er Kakashi nicht geschwächt, hätten sie richtig gekämpft und dabei hätte Kisame durchdrehen können und so hätte er einen von ihnen umbringen können. Nicht nur sind Itachis Haare überfresh, nein, der Typ ist auch hier echt smart mit seinem Move unterwegs gewesen. Daraufhin beweist er auch mal, was er für ein Gentleman ist und klopft nett bei Naruto an, um ihn höflich zu bitten, ob er ihn entführen darf. Doch da Sasuke den ganzen Vorfall mitbekommen hat, ist er hier auch am Start, um endlich Rache für seinen Clan zu nehmen. Das heißt also, wir bekommen hier den großen Bruder-Fight. Na komm schon, Bruder! Ja, so viel dazu. Itachi macht hier kurzen Prozess und macht seinen Bruder zu einem ewigen Meme. Es quält zwar hier seine Seele so zu handeln, aber für seinen Bruder ist es schlichtweg zu früh. Er nährt auch hier mit seinem Tsukiyomi weiterhin seinen Hass, damit sein Plan später aufgeht. Zum Glück haben wir aber noch Jiraiya, auf den wir uns verlassen können. Er kann die beiden also erstmal in die Flucht schlagen. Damit geht Itachi auch eine Runde AFK. Während Naruto als auch Sasuke also nun übelst den Trainingsarg kicken, verbessert er seine Kochkunst, denn in diesem Universum ist er sowieso schon der krasseste. Nach dem Timeskip trifft Itachi also endlich wieder auf Naruto und bemerkt, dass Naruto trotz allem in Sasuke immer noch ein gutes Licht sieht. Itachi vertraut also diesen Jungen sein Vermächtnis an und naja, lässt deshalb Naruto eine Krähe deepthroaten. Also, Naruto und Sasuke speedrunnen dann weiter in den Shippuden-Teil des Anime und Itachi wartet brav auf seinen Game of Thrones Thron. Womit wir also schlussendlich zum großen Schicksalskampf der Brüder kommen. Das würde uns Zuschauern also endlich mal einen Kampf geben, bei dem Itachi wirklich ernst macht. Also gut, das kann man so interpretieren, muss man aber auch nicht wirklich. Weil Itachi hier auch gute Laune hat, droppt der Sasuke den Flashback von Madara Uchiha. Aber er flunkert hier auch ein wenig rum, um seine böse Bruder-Story weiterführen zu können. Er sagt Sasuke nämlich, dass Madara die Augen seines Bro gestohlen hat, obwohl Izuna natürlich damals umgebracht wurde und Madara erst dann die Augen an sich nahm, um das ewige Mangekyo Sharingan zu erlangen. Aber durch diese Lüge konnte Itachi seine Oscar-würdige Performance ablegen. Sasuke! Omae wa ori ni totte no aratana hikari da! Saa koi, ototo yo! Diese ganze Nummer hier dient aber nur als letzte Provokation für Sasuke, damit er diesen ganzen Kampf auch ernst nimmt. Denn Itachi hat sich natürlich wie jeder großer Bruder hier zurückgehalten. Der einzige Weg für Sasuke zu gewinnen, wäre es eben nach Mami zu rufen. Aber die hat Itachi ja schon erledigt. Deswegen geht er das Ganze etwas lockerer an. Ich meine, come on Leute, als würde Itachi sich von einem billigen, schuldigen Trick treffen lassen. Dazu selber auch gesagt, dass seine Augen mittlerweile schlechter sind als meine. Und das heißt wirklich einiges. Ach ja, und er hat irgendwie eine Krankheit oder so. Aber da der Anime das nie wirklich richtig erklärt hat, werde ich das Ganze ja auch nicht tun. Nach einem weiteren Gefecht hat Sasuke also endlich sein Ass ausgepackt und hat einfach mal diesen anderen Blitz in die Fraser von Itachi gedroppt. Doch selbst nach der Nummer ist Itachi nochmal aufgestanden und hat hier sein Susanoo gepolt. Itachi hat nämlich noch nicht zu Ende gedribbelt. Er wartet nämlich die ganze Zeit darauf, dass Orochimaru seine Falle, die er in Sasuke platziert hat, einsetzt. Auf diese Weise konnte er also seinen Bruder auch von den Ketten von Orochimaru befreien. Und nach dieser Auseinandersetzung hat Sasuke auch wirklich kein Chakra mehr übrig. Und das nicht so wie im Boruto Anime, wo das jedes Mal der Fall ist, wenn der Plot es verlangt. Sasuke ist also hier Itachi schutzlos ausgeliefert und wäre gestorben. Doch wir alle
kennen Itachis Geschichte und wissen ganz genau, dass er nie vorhatte, seinen Bruder umzubringen. Ein allerletztes Mal tippt der Sasuke hier auf die Stirn, doch leider wird es vermutlich kein nächstes Mal mehr geben. Itachi stirbt also hier vor den Augen von Sasuke und Mann, bis zu seinem letzten Atemzug hat Itachi seine Rolle als Beschützer von Konoha gespielt. Das war hier wirklich ein absolut würdiges Ende. Sollte ich eigentlich sagen, aber es geht noch weiter. Denn im 4. Shinobi-Weltkrieg wurde er von Kabuto Geedo Tenseit. Was sich aber auch ganz gut trifft, da er so sofort auf Naruto trifft. Naruto, ich würde gerne wissen, wie steht's aktuell um meinen Bruder? Naja, nachdem er dich getötet hat, möchte er nun Wache an Konoha nehmen, echt jetzt. Okay, ich verstehe. Also hat er nicht mitbekommen, dass ich eigentlich mein gesamtes Leben geopfert habe, um das Dorf zu retten. Doch, das ist ihm eigentlich total klar. Aber ihm geht's hier ums Prinzip. Oh nein, nicht noch so einer. Da Kabuto die beiden Edo-Tenseis hier übersteuert, müssen sie sich ein wenig fetzen. Aber falls ihr eine Sache in diesem Video gemerkt haben solltet, dann ist es die, dass Itachi wirklich jeden gedribbelt hat. Kommen wir hier also zu seinem Mastermind-Plan. Er hat nämlich damals nicht nur eine Krähe Naruto verpflanzt, nein, die Krähe hatte auch Shisuis Auge, mit dem er sich nun selbst unter das Koto Amatsukame-Jutsu setzt. So kann Itachi nämlich die Kontrolle von Kabutos Edo-Tensei brechen. Eigentlich hat er die Krähe auch nur in Naruto reingepflanzt, weil er darauf gepokert hat, dass Sasuke irgendwann seine Augen bekommen würde. Da dieses Jutsu eben mit seinen Mangekyo Sharingan-Augen reagiert, würde es dazu kommen, dass in einem Ernstfall Sasuke durch das Koto Amatsukame wieder zur Vernunft gebracht werden könnte. Itachi zerstört auch hier Shisuis Auge, da Naruto schon längst sein Herz geerbt hat. Er überlässt ihn auch das Schicksal seines Bruders und macht sich selbst auf, um Kabutos Edo-Tensei zu zerschlagen. Der Krieg nimmt also weiterhin seinen Weg und Sasuke trifft auch endlich wieder auf Itachi. Aber wie immer hat Itachi natürlich keinen Bock auf seinen Bruder und zieht weiter. Es ist aber auch echt ein Assi-Move. Ich meine, sein ganzes Leben lang hat Itachi zu Sasuke gesagt, dass er sich ihm stellen soll, wenn er die gleichen Augen hat wie er. Und nicht nur hat er mittlerweile auch das Mangekyo Sharingan, nein, er hat sogar legit die gleichen Augen wie Itachi und trotzdem zieht dieser ab. Aber gut, man muss sagen, er hat ja noch was zu tun, er muss Kabuto nämlich übelst klatschen. Und hey, das hat doch was Gutes. Ich meine, so bekommen wir einen richtig heftigen Uchiha Tag Team Fight. Wobei, einen Kampf gibt es gar nicht, denn Itachi kämpft hier nicht richtig. Er kämpft nämlich auf besondere Art und Weise, um sein Izanami vorzubereiten. Itachi hat den ganzen Kampf also hier extra so geführt, damit sich ein bestimmter Moment immer wieder wiederholt. Dadurch konnte er Kabuto in seiner Genjutsu-Schleife gefangen nehmen, aus der er sich nur befreien kann, wenn er checkt, dass er gar kein Antagonist mehr sein darf. Doch fürs Erste erfüllt Itachi dann seine Rolle als wahrer MVP von diesem Anime und löst das Edo-Tensei auf. Gut, das gilt aber dann nicht für Madara, weil der Typ ist ein absoluter Cheatcode. Weil sich dadurch aber natürlich auch sein eigenes Edo-Tensei auflöst, kommen wir nun zu seinem wahren Ende. Dabei gibt er auch zu, dass er Sasuke hätte früher vertrauen sollen und zusammen hätten sie wahrscheinlich einen Weg gefunden, den Uchiha-Clan doch noch zu retten. Doch eine Sache wird sich zwischen den beiden niemals verändern. Ja, die Herzen aller Naruto-Fans sind nun gebrochen und Itachi ist wirklich abgetreten. Aber hey, wenigstens konnte er seinen Bruder auf die richtige Spur bringen, Konoha wieder zu beschützen. Wobei, nicht wirklich, da haben noch ein paar Naruto-Schellen gefehlt, bis wir das Ergebnis erreicht haben. Aber danach haben wir Frieden bekommen und so konnte die nächste Generation in Frieden leben. Später. Sharingan-ka. Papa mo hyotoshite so nano kana? Oh mein Gott, zum Glück bin ich früh genug gestorben. So Freunde, das wär's gewesen mit Itachi in Minuten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, die Naruto-Story in etwas anderer Form nochmal neu zu erleben. Mich würde es auf jeden Fall hier sehr freuen, wenn wir auf dem Video 25.000 Daumen nach oben schaffen können. Es ist eine sehr starke Zahl, ihr habt schon krass das geschafft, aber bei Kakashi in Minuten habt ihr auch ordentlich reingehauen. Deswegen hoffe ich, dass wir wieder mal so sind. Und Leute, wir können sogar noch mehr so sein, denn wie erwähnt, der Link in der Beschreibung, da kommt ihr zu Display. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und eben euer Zimmer ein bisschen umstylt mit den Displays. Eine Sache hätte ich aber noch für euch. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter wollt ihr in diesem Format sehen, wo ich die Geschichte von einem Charakter halt komplett zusammenfasse. Ob jetzt Naruto, One Piece, Dragon Ball oder was auch immer, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.